haben viel vorbereitet und in 3 Tagen ist es soweit. Ich bin selbst total aufgeregt und auch schon ein bisschen müde von der ganzen Vorbereitung. Aber wir bauen hier aus 200 alten Solarpanels und 100 neuen Wechselrichtern 100 Stecker Solargeräte auf dem Rathausplatz in Freiburg. Und man sieht, ein wunderschöner städtischer Platz und dann auch noch wunderbare Solarenergie für die Leute. Umsonst und freie Energie daheim. Hallo, mein Name ist Sebastian Müller. Ich beschäftige mich seit 2019 mit Balkonsolar, als wir damals das erste Balkonsolargerät in Freiburg bei mir auf dem Balkon installiert haben. Dann wurde ich Vorsitzender des Balkonsolarvereins, den ich mitgegründet habe, und seither bin ich ziemlich aktiv. Wir haben von einer Freiburger Schule über 140 Solarpanels geschenkt bekommen und uns überlegt, was machen wir denn jetzt mit den Workshops. Zum Upcycling hatten wir schon davor, aber wir haben gedacht, mit 140 Panels können wir ein viel größeres Event machen. Wir können versuchen, eine Art Weltrekordversuch aufzustellen, und zwar Weltrekord im Upcycling von Solarpanels, weil wir haben 2 große Herausforderungen. Auf der einen Seite haben wir immer mehr Solarpanels, die eigentlich noch gar nicht schlecht sind oder kaputt, zum Teil nur 5 oder 10 Jahre alt, die aber neu genutzt werden, weil die Dächer ein Repowering bekommen. Zum anderen haben wir ganz viele Steckersolargeräte, die wir gerne hätten oder die Menschen gerne am Balkon hätten. Und wir nehmen deswegen neue Kleinwechselrichter und die alten Solarpanels, machen die alten Solarpanels wieder fit mit einem neuen Stecker und machen daraus neue Steckersolarsysteme. Die sind günstiger, als wenn man ganz neue Dinge verwendet. Und dann können die Leute es an den Balkon hängen. Und wir haben 2 Effekte, nämlich einmal nutzen wir alte Geräte weiter, also Reuse oder Upcycling. Und wir haben auf der anderen Seite auch noch sehr günstigen Strom und sparen CO2. Mein Name ist Rolf Behringer, ich arbeite für den Verein Solare Zukunft, bin dort Geschäftsführer und wir versuchen, Solarenergie, die erneuerbaren Energien allgemein, in die Gesellschaft zu bringen, indem wir einfach Bildungsprojekte, Informationsveranstaltungen machen. Und das machen wir schon seit 30 Jahren. Sebastian mir das gesagt hat, war ich erstmal sehr baff und habe gedacht, wow, so viele Solarmodule, was sollen wir damit machen? Und dann kam die Idee, einen Weltrekordversuch zu machen. Und das hat uns einfach sehr begeistert. Und wir können damit halt auch sehr viele Menschen erreichen. Und das ist ja unser Ziel, dass viele Menschen Balkonsolarsysteme an ihren Balkonen haben. Am Anfang waren die Fragen, kann man das überhaupt machen? Kann man so ein großes Event machen? Sind wir überhaupt versichert? Wie steht das mit der Haftung? Aber haben wir auch Sponsoren, die da mitmachen wollen? Das haben wir alles gelöst. Dann war die nächste Frage, kriegen wir genug Helfer und genug Bastler? Auch das war so, es haben sich ganz viele Leute freiwillig gemeldet, die unbedingt helfen wollten und die es auch an ihrem Balkon anbringen wollten. Und das dritte große Hindernis war, dürfen die Menschen das überhaupt am Balkon anbringen? Aber am 4. Juli hat der Bundestag ein Recht auf Steckersolar geschaffen. Das heißt, jeder Mensch in Deutschland hat das Recht, als Mieter, als Eigentümer einer Wohnungseigentümergemeinschaft ein Steckersolargerät anzubringen. Entweder an den Balkon oder an die Wand oder an einem sonstigen Platz, wo das geht. Und damit haben die Leute jetzt dieses Recht und wir möchten zeigen, dass sie das auch nutzen können. Wir haben schon viele Workshops gemacht, aber da maximal mit 10 bis 12 Teilnehmenden. Und jetzt machen wir das mit 100. Das ist natürlich einfach auch ein Riesenevent. Da wird einfach auch die Presse aufmerksam. Wir wollen das natürlich, dass es eine bundesweite Ausstrahlung hat, damit Menschen erfahren, was möglich ist mit den kleinen Balkonsolarsystemen, die uns dann aber doch einen großen Anteil an Energie, die wir im Haus benötigen, liefern. Wollen wir halt morgen mit dem Event auch zeigen, was möglich ist und dass die Leute sich gegenseitig anstecken und begeistert sind, weil wer einmal erlebt hat, was da praktisch möglich ist vom eigenen Balkon, die sind so begeistert und stecken oft auch andere Leute an und das möchten wir erreichen. Wir treffen uns auf dem Rathausplatz in Freiburg. Da kommen die Helfer und die Bastler zusammen. Wir haben die Helfer schon geschult, wie es funktioniert. Dann teilen wir die Panels und die neuen Wechselrichter aus. Dann werden die Panels sauber gemacht, bekommen neue Stecker. Wir machen vielleicht auch einen Testaufbau. Wir zeigen den Menschen auch, wie die Anbringung funktioniert. Da haben wir Wannen, aber wir haben auch Anbringungen für den Balkon. Die Wannen sind, wenn man es irgendwo hinstellen will, auf dem Flachdach oder auf dem Vordach oder in den Garten. Und wir haben Anbringungen für den Balkon. Die Leute probieren das aus, wie sie das aufbauen und dann fahren sie heim mit dem Auto oder mit dem Lastenrad oder in der Straßenbahn, bringen die Sachen heim und bauen sie dort zu Hause auf.
Bei unserem Weltrekordversuch haben wir mit Hilfe von Heumeils jetzt die Möglichkeit, Hunderte von Teilnehmenden zu haben. Da haben wir ganz viele, die technischen Support leisten, und wir haben Teilnehmende, die ihre eigene Anlage mit nach Hause nehmen. Dadurch sind viele Leute involviert, und diejenigen, die jetzt den technischen Support geben, die können auch in Zukunft weitere Leute beraten und so helfen, kleine Mikrosolarsysteme zu verbreiten. Das Ganze wäre nicht möglich ohne die Hilfe von einer ganzen Reihe von Partnern. Zum Beispiel hat Heumeils die neuen Wechselrichter gesponsert. Wir haben aber auch die Stadt Freiburg, die uns etwas Geld dazugegeben hat. Wir haben die Heidhof-Stiftung, die auch noch Geld dazugegeben hat. Aber wir haben auch ganz viele freiwillige Helfer, die mit ihrem Arbeitseinsatz an dem Tag den Menschen erklären, wie Balkonsolar funktioniert. Und wir haben auch noch mal im Vorfeld unsere Webseite optimiert. Wir haben noch mal einen Rechtsanwalt befragt, um ein FAQ zu machen zu den neuen Rechtsfragen. Das heißt, wir hatten ganz viele Menschen, die uns geholfen haben, weil wir ganz viele Bausteine haben, die man lösen muss, bevor man Gutstecker Solar machen kann in Deutschland. Also ich glaube, das Event wird einen großen Eindruck haben, weil wir es geschafft haben, auch ganz viele Medien zu organisieren, die kommen. Das bedeutet, die Menschen sehen, das Upcyclen, das Nutzen von Stecker-Solargeräten ist ganz einfach. Es gibt keine großen Schwierigkeiten, die da in irgendeiner Weise entstehen. Und wenn man sieht, dass es geht, dann machen ganz viele mit. Wenn ich zum Beispiel meine eigenen Stecker-Solargeräte baue oder Upcycling-Projekte mache, dann benutze ich nur Heumeils-Wechselrichter, weil ich einfach weiß, das sind die, die funktionieren, funktionieren sehr gut, und man hat überhaupt keine Rückfragen der Leute. Und deswegen ist es ein Produkt, mit dem ich sehr zufrieden bin und das ich auch weiterempfehlen würde. Nicht, weil ich jetzt von Heumeils gesponsert werde, sondern tatsächlich, weil in den ganzen Jahren, in denen ich jetzt mit Stecker-Solar arbeite, ich einfach damit immer sehr gute Erfahrungen gemacht habe. Wir haben dann Kontakt aufgenommen mit Heumeils, weil wir einen Sponsor brauchten, der uns die Wechselrichter zur Verfügung stellte. Und es wäre eigentlich auch die einzige Firma oder den einzigen Hersteller, den wir gerne gehabt hätten. Und deswegen waren wir super froh, dass wir dieses Event machen konnten mit dem Sponsoring von Heumeils, dass die gesagt haben, ja, das geht, sie stellen 100 Wechselrichter zur Verfügung, und die uns auch geschickt haben. Ich habe keine Erfahrung bisher mit Solarenergie. Ich habe ein Praktikum gemacht bei einem Verein, die sich sehr für die Energiewende einsetzen, und habe da viel darüber gelernt und finde es auf jeden Fall ein cooles Projekt, und es macht auch Spaß, damit zu arbeiten. Solarenergie bedeutet für uns Freiheit in der Energieproduktion, die Möglichkeit, selber Teil der sozial-ökologischen Transformation zu werden. Ich glaube, dass wir hier einfach eine gute Zeit haben, gemeinsam so ein bisschen uns an den Gegebenheiten des Klimawandels anpassen und im besten Fall vermeiden, dass gute Solarpaneele wie die hier einfach weggeschmissen werden. Also die Balkonsolaranlage bedeutet für mich viel, weil es jetzt das erste Mal für mich möglich ist, eine Solaranlage zu installieren und Teil eben der Bewegung gegen die Klimakrise zu sein, Teil der Energiewende zu sein. Bisher lebe ich zur Miete, deswegen konnte ich jetzt keine Solaranlage auf meinem Dach installieren, aber an meinem Balkon geht es eben doch, und deswegen freue ich mich sehr, dass ich jetzt hier mitmachen konnte bei dieser Balkonsolar-Upcycling-Aktion. Ich glaube, dass natürlich der Boom der Solar, also der Energiewende, die Energiewende muss einfach weitergehen. Und wenn wir jetzt mit solchen Events es schaffen, da noch mehr Aufmerksamkeit drauf zu generieren, dann wissen halt auch noch mehr Leute, dass es jetzt das Recht auf Solar gibt und eigentlich jede Person die Möglichkeit hat, Solar auf den Balkon zu hängen. Ich bin Ingenieurin geworden und in der Solarindustrie gelandet, weil ich einfach einen positiven Impact, Einfluss geben wollte fürs Klima, für die Umwelt, für uns alle. Und das treibt mich an. Solarenergie ist zusammen mit der Windenergie definitiv unsere Zukunft und das, wo wir weiter ausbauen müssen. Und ich denke, das werden wir auch hinbekommen. Also ich habe vor 7 Jahren eine große Solaranlage auf mein Haus im Allgäu gebaut. Das war für mich ein ganz entscheidender Moment, weil das erste Mal war, dass ich meine eigene Energie produziert habe und dort eben auch zu der Zeit noch eine relativ hohe Einspeisevergütung bekomme. Von daher ist es wirtschaftlich auch sehr interessant. Und mittlerweile eben hier in Freiburg über diese Balkonsolargeräte und ich als Mieter die Möglichkeit habe, eben auch über meinen kleinen Ertrag auch so das an Strom zu produzieren, was ich selber so zu Hause brauche.
Also, was haben wir heute gemacht? Wir hatten über 100 Leute da, die gebastelt haben, über 50 Helfer, ganz viele Leute aus Freiburg, die vorbeigekommen sind und sich das angeschaut haben, weil sie es super spannend fanden und sich informiert haben. Das lief alles perfekt. Wir haben gebaut, die Leute sind schon alle wieder weg zu Hause, bauen die Sachen auf. Und das heißt jetzt tatsächlich, das Versprechen von Heumals, dass freie Energie aus der Sonne kriegt für alle, das läuft. Ja? Die Leute haben den Strom, das ist aufgebaut und ist wirklich kostenfrei für die.